natürlich auch Geizhals, weil über den Preisvergleich oft listen diese technischen Details in der Regel schon sehr gut auf. Man kann danach sortieren, man kann danach filtern und deswegen bei technischen Sachen tatsächlich über Geizhals. Ansonsten ganz normal über Google Herstellerseiten oder ich google nach Reviews, wenn es ein relativ neues Produkt ist, halt auch englische Reviews, vielleicht auch YouTube. Also wenn ich irgendwie einen Shop finde und sage, okay, der ist total neu, zuerst schaue ich immer ins Impressum und schaue, wo der sitzt. Aber wenn ich dann sage, was machen die denn allgemein so, oder die haben ohnehin ihre Kanäle unten verlinkt, dann schaue ich mir die Kanäle natürlich an, was die denn so, vielleicht haben sie da auch gerade ein Angebot oder was machen die denn so? Suchmaschinen? ganz klar, Suchmaschinen, es sei denn, ich werde auch noch irgendwie im privaten als auch beruflichen Kontext mit Social Media Advertising in Berührung gebracht, dass mir halt bestimmte Sachen dann vorgeschlagen werden, die auch passen könnte, aber größtenteils ist es halt Suchmaschinenmarketing, sei es jetzt SEO oder SEA, und da wird halt ganz klar dann das Keyword, das Longtail Keyword eingegeben, wenn ich da schon eine gewisse Vorstellung habe, wie jetzt beispielsweise wieder das Thema Dokumentenscanner, 50 Seiten Einzug, eine Minute, irgendwie sowas halt beschreiben und dann halt mal gucken, wo finde ich das, welche Anbieter haben das, zu welchen Konditionen. Auch wiederum abhängig vom Produkt natürlich, aber größtenteils ist es für mich Google. Da beginnt so die Customer Journey der Recherche bei mir. Manchmal auch die Plattform Amazon, die hat ja so ein bisschen Google bei der Produktsuche abgelöst vor ein paar Jahren. Ja, das sind eigentlich so die. Fängt alles bei Google an. Und dann wirst du ja irgendwann zugebombt mit irgendwelchen Retargeting. Aktivitäten, Werbung und so weiter. Und dann, weil manchmal ist es ja auch so, dass du so oft angetriggert wirst. Gerade im Fashion-Bereich habe ich mich selber erwischt, das war in der Pandemie sehr schlimm. Ja, wenn du immer wieder den Pullover, den du vorher aber gedacht hast, 20 € vielleicht zu teuer oder nicht bereit zu zahlen, und dann wirst du so oft getriggert, bis du irgendwann denkst, ich finde es halt schon so nice, ich will es dann doch irgendwie haben. Das war so die Pandemie-Falle, muss ich gestehen.